Ich habe halt gelernt, dass es diese Phasen vor dem Tod gibt und dass man die durchläuft. Und ich finde es gut, dass es Leute gibt, die sich damit auskennen und den Leuten helfen können, mit ihrem Tod umzugehen. Und das ist beruhigend für dich, oder? Ich fand eigentlich auch wichtig, den Unterschied zu, ja, nochmal Leute zu bekommen, dass es halt eben nicht ein direktes Eingreifen ist, von dem, dass sie halt den Medikamente zum Sterben bringen oder sowas, sondern ihnen halt nur dabei helfen, damit seelisch, psychisch umzugehen und praktisch so eine Art von Angst zu nehmen. Das fand ich auch sehr gut und auch sehr wichtig. Und es ist halt schon gut zu wissen, dass man sagt, man ist beim Tod, wenn man das nicht will, halt auch nicht auf sich alleine gestellt. Und irgendwann muss jeder sterben. Und deswegen, wenn man sich, ich denke, wenn man es nicht nur verdrängt und einfach darauf wartet, dass es irgendwann kommt, sondern sich damit auch befasst, dann genießt man vielleicht auch mehr die Zeit, die man hat. Und ich denke, dass es gerade auch bei Leuten so ist, die, ich sag irgendwie eine Krebs haben oder so, der nicht geheilt werden kann. Und wenn sie wissen, dass sie nur noch so und so viele Monate einfach haben, ich glaube, dass diese Menschen auch sehr viel bewusster leben als, ich sag jetzt mal, wir, wo wir nicht wissen, ob wir jetzt morgen oder in 50 Jahren sterben. Das sind ja auch ab und zu junge Leute oder auch Kinder, die zum Beispiel irgendwie jetzt Krebs haben, Leukämie oder irgendwas. Und ich denke, das ist echt das Wichtigste, irgendwie eine starke Persönlichkeit zu haben und da sozusagen drüber zu stehen. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Leute dann halt irgendwie kaltherzig sind oder so, sondern einfach, dass sie da drüber stehen und das vielleicht nicht ganz so an sich heranlassen, aber das, weil es hat einfach jeder Mensch Angst vor dem Tod. Ich glaube, keiner kann mir erzählen, dass er irgendwie keine Angst hat. Und man wird dann sozusagen täglich mit dem Tod konfrontiert und dazu, denke ich, braucht man echt eine starke Persönlichkeit, um da drüber zu stehen. Also man muss auch wissen, dass man den Menschen jetzt nicht wirklich in dem Sinne helfen kann, dass man ihn wieder gesund machen kann, sondern man ist wirklich für den Menschen da, um beim Sterben zu helfen. Und da kann man nichts dagegen machen, dass das stimmt. Aber man muss ganz scharf auch für sich die Grenze ziehen. Mein Leben und sein Leben. Und nicht ich sterbe, sondern der andere. Weil es stirbt jeder anders. Und ich kann keinem beibringen, wie man stirbt. Steht mir auch nicht zu. Jetzt denke ich mir, dass es eigentlich jetzt nicht der Weltuntergang ist, wenn man stirbt. Oder, also, aber ich glaube, wenn man dann in der Situation ist, dass man weiß, dass man jetzt nur noch ein Jahr hat oder so, falls es so kommt, dann glaube ich, sieht man das nochmal ganz anders. Aber bis jetzt denke ich mir so, dass irgendwie nichts passiert beim Sterben. Ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass es da was gibt, aber man weiß es nicht. Man kann es nicht wissenschaftlich untersuchen, man kann es nicht bestätigen. Also denke ich mal, warte ich einfach drauf und hoffe, dass da noch was ist.